Was? Hat er die kaputt gemacht? Hat er zerstört? Deaktiviert? Das war zu knapp! Das glaube ich ja fast nicht. Macht euch bereit für... Stufe 600. Ach, haben wir die 599 Stufen schon geschafft? Ja, okay. Das sieht schlimm aus. Ja. Ihr findet in der Nähe eine Werkbank. Der Typ hat echt eine kranke Art, mit seinen Freunden zu spielen. Auf jeden. Ja, aber nur vielleicht. Raider und ich sind die Köder. Also. Ja, okay, alles da. Oh, Wasser! Hilfe. Nicht durch die Lava laufen, nicht durch die Lava laufen. Na komm, Knopf. Ja, auf den Knopf. Ja, was soll ich da angreifen? Na, Knopf! Auf den Knopf. Wasser. Wassermarisch. Na komm. Halt's durch, Jesse. Gibt's da vorne noch ein paar Knöpfe? Das Wasser ist unsere einzige Hilfe. Ah. Reden kann auch nicht mehr. Ich glaube, ich muss da nach vorne. Huha! Ich glaube, das... Eine schlechte Idee. Da ist ein Knopf, das ist ein Geberknopf. Na komm, na, drauf da. Zack. Jo. Der Arm ist gelöscht. Na, abgebaut. Und dein Arm wird abgebaut. Da hat es kurz gehängt. Gehangen. Okay, jetzt nach links. Nach rechts meine ich. Mach den Knopf kaputt. Den Knopf nicht kaputt. Löst den Knopf aus. Und drauf. Ausweichen. Kriegt keine Events. Nice. Und selbst drauf gehauen. Und abgebaut. Sehr nice. Das geht hier sehr schnell, das Abbauen. Oh, Spitzhacke zerstört. Oh Mann. Tja, das Ding ist wohl nicht total blöd. Will nichts mehr mit den Wasserfällen zu tun haben. Meine Spitzhacke ist ja, aber es kann uns nicht angreifen. Oh, der Arme. Ja. Crafting. Wir brauchen nur ein wenig Sand, dann kann's losgehen. Genau. Guter Einfall, Raider. Raider, mach dich bereit. Angriff. So, auf geht's. Aus Höhlreiter. Aus welchen? Ich brauche nur 4 Sandblöcke. Schnell. 4 Sandblöcke. Das kriegen wir noch hin. Ja. Hey! Petra lenkt den Golem ab. Sehr gut, dann können wir craften. Rezept. Dort. Ah, okay. Verstehe. Hilfe? Habe ich nicht schnell genug gecraftet oder was? Hilfe? Okay, da muss ich hier, da müssen Sand auf allen 4 Seiten. Ja, mach ich. Ja, Stress. Ich beeil mich. Ja, komm. Such ich noch ein bisschen. Ja, ich bin nicht so schnell. Ich bin kein G-Zug. Na komm, ja, komm. Ach, verdammt. Na komm. Da oben muss, da muss. Ja, ich bin nicht so schnell im Craften. Da noch. Und Craften. Auswählen, TNT. Das war zu langsam. Oh Mist. Ich muss schneller craften. Hey, Golem, hier drüben. Während Petra und Raider den Golem abwinken. Oh Mann. Da in der Mitte hat noch einer gefehlt. Ah, verdammt.
Also da und da und da. Und ja, komm. Diesmal muss ich schneller sein. Es ist, glaube ich, genug Zeit. Ich muss halt nur ein bisschen. Na komm, na komm, na komm, na komm. Sandblock, 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 Sandblock. In die Mitte und überall anders noch. Schießpulver. Na komm, na komm, na komm. Da eins. Oh, oh. Ich hab nicht mehr lange. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Nicht wegnehmen, nicht wegnehmen, nicht wegnehmen. Sandblock. TNT. TNT, 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 TNT. Das nicht ewig durch. Ich weiß. Nein, was machst du denn? Ah, Jesse. Jesse, nicht entfernen. Platzieren. Schießpulver. 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 Ach, das verkacke ich doch wieder. Das verkacke ich wieder. Fast, fast, fast. Das Sandblock noch hin. Ach, kack. Den Dinge sind drei. Hey, Golem, hier drüben! Stressig hier heute. Meine Fresse. Na komm. So, jetzt ein bisschen Kontenance. Da ist es falsch. Falsch, falsch. Na, jetzt habe ich mich auch noch verbaut. Ich bin echt nicht der Experte für Crafting. Na komm, nimm's weg und Sand dorthin und Schießpulver. Ja, dahin. Dahin. Oh Mann, drei muss noch sitzen. Das wird knapp. Vor allem, weil ich es immer wieder neu auswählen muss. Ja, hierhin und ganz in Ruhe den letzten. Und ja, ZR erstellen. Ich war doch schon, ich war doch schon, ich war doch schon, ich war doch schon, ich war doch schon. ZR erstellen. Ja, nice. TNT. Und werfen. Und werf, das zünden sie schon selber an. Na komm. Harz. Puh, beim dritten Versuch. Ja, first try. Wie immer. Oh, ihr habt es geschafft! Oh ja! Die Macht unserer Freundschaft gewinnt! Okay. Verschwinden wir, bevor wir in eine geheime Bonusstufe tappen? Ja. Sie ist doch entkommen. Das Lama. Warum frage ich überhaupt? Okay. Durch. Und was nun? Wow. Das Lama ist schon mal an der Küche vorbeigekommen. Lebendig aussieht. Ein kleines Paradies. Gefreht. Ah, die Füße abkühlen. Wir sehen uns drüben. Ich werde mich mal umsehen. Aha. Okay. Ja, dann schaue ich mich dort auch mal um. Blumen. Seltsam, dass hier unten. Muss man jetzt nicht pflücken, aber hübsch. Jemand hat diese Lampen aufgebaut. Nach dem Grundgestein. Stimmt ja, wir sind prinzipiell unter der Erde. Dass hier was wächst, ist eigentlich nicht so normal. Öffnen wir es mal. Gleich öffnen, nicht angucken. Einfach reinstürmen. Wie sieht es aus? Scheint niemand in der Nähe zu sein. Niemand drin. Niemand zu Hause. Müsste sicher sein. Halbwegs. Na dann, hinein da. Einfach diese Waffe und verschwinden von hier. Ach, hier ist die Waffe, die wir vor einigen Parts gesucht haben. Oder vor einem Part. Trainingsattrappe? Die ist wie okay. Die wir mal hatten. Im Baumhaus. Ja, davon gibt's einige. Du, sie kaputt gemacht hat. Das ist eine Rüstungsstände. Bücherregal. Wisst ihr noch, wie ich früher immer gelesen habe? Jetzt lese ich kaum noch. Geht mir genauso. Man verändert sich. Keine Zeit mehr fürs Lesen. Ich würde so gern mal wieder lesen. Petra, was ist los? Ich hab den Nichts. Sinn nicht mehr dafür. Das erinnert mich nur an... diese ich Geschichte. Ich hab früher wirklich, wirklich sehr, sehr gern so gelesen. Ich hab hier auch noch einige Bücher in meinem Regal stehen. Traurige Geschichte. Du kennst mich ja. Ich vermisse es wirklich, ich aber... Ich immer wegen so dumm Zeug. Welpen, Küken, Kaninchen, die... Keine Karotten finden.
finden. Jetzt rät Petra. Komm schon, Petra, du lügst. Das wissen wir beide. Nein! Welpen machen mich einfach total traurig, okay? Ja. Schön. Kenn ich. Es geht nicht um die Welpen. Kleine süße Welpen machen doch jeden traurig. Erinnert euch das nicht an irgendwas? Unsere Freunde? Wir sind ständig zusammen in dem Baumhaus rumgehangen. Ja. Jetzt reden wir kaum noch miteinander. Warum passiert das dauernd? Passiert. Alle gehen und ich bin... Und Leute kommen, Leute gehen. So ist das Leben. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich sehe sie immer so ist das Leben. Nach dem anderen. Ich dachte irgendwie, dir gefällt das. Auch wieder. Du hast immer ausgestrahlt, dass du niemanden brauchst. Ich weiß, aber ich dachte im wohl, tiefsten Inneren will sie doch Freunde haben. Axel und Olivia sind selten da. Wer weiß, wie viel länger Jack wer weiß, was die tun. Der ich auch selten gesehen. Hat nicht lange gedauert, bis der neue Orden des Steins auseinanderfällt. Ich hätte mir nicht einreden sollen, dass es anders wird. Er hat länger als andere gehalten. Aber wir sind alle noch Freunde. Ja. Auch wenn wir unser eigenes Leben haben. Wir sind uns trotzdem wichtig. Ja? Sie wären hier, wenn es ihnen wichtig wäre. Ist doch so. Ich weiß, das ist jetzt nicht wichtig. Ja, das ist... Nehmen wir die Waffe und verschwinden wir von hier. Aber was weiß ich schon über Freundschaft? Was kann ich dir über Freundschaft erzählen? Irgendetwas stimmt hier nicht. Die Betten passen nicht zu den Bannern. Vielleicht müssen sie zu den Bannern passen. Okay, Schwert, Buch und irgendwas. Aha, Schwert hat rot, Buch hat blau. Aha, und demnach die Fackel, dann das andere. Aufheben. Okay, ich heb vielleicht erstmal alle auf. Das ist ein Beobachterblock. Beobachtet er die Betten? Wahrscheinlich. Dann geht's zu einer geheimen Tür hinter den Betten. Das heißt, sie schliefen alle hinter einer Geheimtür. Vor einer Geheimtür. So, da haben wir drei Betten. Schwert und Rot. Ja, ist doch der liebe Edmund. Der Romeo. Rot und Schwert. Und ein Schwert. Ja, was sonst? Das hat was bewirkt. Eins abgehakt. Eigentlich relativ logisch. In der richtigen Reihenfolge. Das ist Romeo. Ja, der Schwerttyp ist so blau und das Buch, ja. Blau für Fred. Ja, Fred, der Belesene. Ja, glaube ich auch. Und die Fackel für die dritte Bunde. Violett für Xara. Ja. Die Aktivere, die Bauerin, die Erbilderin, die, ja, die Kreative. Ach, haben wir jetzt das Lina in Bett mitgenommen? Noch eins von Freds Tagebüchern. Ui. Liebe Xara. Die Waffe ist nicht hier, sondern ganz woanders. Ich habe das hier an dem Ort versteckt, an dem du danach suchen würdest. Der Schlüssel zum Ende ist hier, wo alles begonnen hat. Oh nein. Dies ist der Schlüssel zum Sieg über Romeo. Das hat nicht aufgehört. Darauf steht Hashtag Kartoffel451. Kartoffel? Hashtag Kartoffel451. Okay. Was sollen wir denn mit Kartoffeln machen? Das ist doch keine Waffe. Es ist ein Wurzelgemüse. Und nicht mal ein gutes. Ich hasse Kartoffeln. Egal wie albern es klingt. Hauptsache es funktioniert. Stimmt wohl, aber... Das klingt nach einem Kartoffeln? Hashtag, der verbreitet ich meine, werden muss. Hashtag Kartoffel451. Ja. Dieses Passwort und benutze es am ersten Terminal. Ach, ein Passwort fürs Terminal. Hashtag Kartoffel451. Ich hoffe, wir müssen das uns nicht merken. Das muss wohl die Kartoffel sein. Wegen Romeo habe ich noch Hoffnung. Er wollte, dass wir uns das merken müssen. Da sehe ich schon. Das merken wir uns nicht so gut. Aber ich muss es wissen, bevor ich es mache. Die 451, die Kartoffel merken wir und das Hashtag, aber...
Vielleicht sind wir eines Tages wieder zusammen. Dein Freund. Ja. Für immer. Fred. Oh, Fred hat's geschrieben. Ja, ist ja klar, sein Schreibetagebuch, sein Dingens. Ja, irgendwie tun sie mir leid. Auch leid. Es war nicht leicht. Für keinen der Admins. Ja. Sie waren einander wirklich wichtig. Und Freunde sich zu streiten. Alle reden von Romeo, als ob er ein Kontrollfreak war. Aber das glaube ich. Fred schrieb, dass Romeo nur wollte, dass sie zusammenbleiben. Mehr als alles andere. Habe ich das nicht auch gemacht? Vor allem, was dich angeht. Ich will nicht, dass du dich zu etwas gezwungen fühlst, was du nicht willst. Ja. So eine Person will ich nicht sein. Sind wir alle nicht perfekt. Oder dass du Angst hast, mir die Wahrheit zu sagen. Du bist aber nicht der Erdmann. Vergleich dich nicht mit ihm. Er hat doch so nicht angefangen. Obwohl, vergleichen. Es wurde können wir uns irgendwie alle mit ihm. Schlimm. Ich will nicht, dass es für mich so weit kommt. Ich habe viel über das, was du gesagt hast, nachgedacht. Ja. Abenteuer sind halt mein Ding. Wie Sirius Black in Harry Potter Teil 5 sagte. Und wir alle haben eine gute und eine Todesser-Seite in uns. Es kommt darauf an, welche wir für unser Handeln bestimmen. Du warst für mich da. Harry, Petra, du bist nicht böse. Und ich will nicht gehen, wenn das bedeutet, du bist mein bester Freund, Jesse. Ja, Petra, hör mir gut zu. Du bist nicht böse. Wenn du meinst, du musst ein böser Mensch. Das Gleiche für mich. Ja. Hör mir jetzt gut zu, Harry. Nein. Ja, mein Lieblingszitat aus einem Harry Potter. Du ein Softie bist. Das kannst du nicht beweisen. Wir werden sehen. Wir sollten das Buch zurück zum Portal bringen. Okay. Halten wir den Admin auf. Seine Tage als Jesse sind vorbei. Jo. Xaver. Oh. Das ist wohl Xavers. Palast Xavers Ding. Wow. Xavers Mannschaft. Ist das Portal also angebracht oder was? Wir verschwinden von hier. Na, das wird höchste Zeit. Aber so leicht wird das doch nicht gehen. Da wartet doch noch irgendein Hindernis auf uns. Feuerwerk platzieren. So, haben wir es jetzt geschafft. Zum Modus Portal. Und dann wartet noch irgendein Hindernis auf uns. Ich glaube es ja fast nicht. Das Portal ist aus gutem Grund versteckt, damit man es nicht sieht. Jack fehlt uns immer noch. Und damit können wir ihn wieder zu uns holen. Toll, das ist ja keine Bürde. Du klingst wie der Admin, Xara. Sie ist ein Admin. Wir brauchen die Waffe. Leute helfen bei dem Problem nicht. Leute machen es nur noch komplizierter. Wir müssen sie auch retten. Ja, niemand wird zurückgelassen, so ist es. Niemand. Niemand wird zurückgelassen. Jo. Ich meine, das stimmt so nicht ganz. Du hast den Dorfbewohner in meiner Zelle gelassen, als wir das Gefängnis verließen. Und jetzt hole ich ihn wieder zurück. Jemand musste. Ja, und das haben wir nur versehen. Die Dunkel lassen, wie oft soll ich das noch sagen? Du auf andere wartest. Ja. Sei lieber vorsichtig. Ich wollte ihn nicht zurücklassen. Ich wollte das Drama im Stich lassen. Wie kommst du voran? Jo, ich glaube, damit kommen wir nach Hause. Und dann ist da noch Freds Waffe. Das Tagebuch. Ist das Tagebuch vielleicht die Waffe? Kartoffel und eine Zahl, die ich jetzt schon nicht mehr weiß. Ja, das Passwort mussten wir uns safe irgendwie merken. Fred hat ihm vertraut. Wir sind aber. Er ist mit besten Absichten zu Romeo gegangen und wurde. Oh, bei Romeo gibt es keine Widerstand. Kartoffel, irgendwas. Er muss aufgehalten werden. Ein für alle Mal. Ich will nicht nachher im Let's Play nachgucken müssen und jemand das eingehen müssen. Dafür und für alles andere. Es ist der einzige Weg. Du weißt, dass Fred das nicht gewollt hätte. Nein, du hast recht. Ja. Aber wegen seines Herzens ist Fred tot. Wir müssen etwas anderes versuchen. Aber. Ja, aber du bist nicht tot, Xaver. Und ihn nicht wehtun. Romeo hat verdient, was ihm bevorsteht. Fred sollte gerecht. Ja, verdient hat das bestimmt, aber. Fred war der
Muss man ihn töten? Dabei kann ich es nicht belassen. Vielleicht könnten wir ihn retten. Er pflanzte für Fred einen Baum. Wir haben es gesehen. Einen Baum? Ja. Denkmal ist nicht genug. Und wir müssen ihn doch nicht töten, lassen wir ihn leben. Das ist also. Ja, das ist, es gibt etwas, das ist schlimmer als der Tod. Romeo hat meine. Sandblock. Lassen wir ihn dafür bezahlen. Es gibt keinen. Lassen wir ihn eine Reue spüren. Mir ist nichts geblieben. Es ist wirklich vorbei. Alles, was wir erschaffen. Dein Bett. Das haben wir dir mitgebracht. Das hast du auch so vermisst. Hier. Das habe ich gefunden und. Es gibt noch gute Sachen, wenn man danach sucht. Dass du. Es gibt noch Gutes in der Welt. Ich bin es nicht gewohnt, mich zu irren. Tja. Danke. Aber wir müssen trotzdem weitermachen. Also gut, bringen wir es zu Ende. Gib dein Schmuckstück her. Jesse? Riesen-Enderman. Oh oh. Der schon wieder. Zerstört jetzt das Portal oder was? Ach du Schande. Nein, haltet ihn auf. Halt den Enderman auf. Enderman töten. Es geht doch, das ist möglich. Oh nein. Das versperrt uns unseren Rückweg. Das sind nicht die Leute aus Freds Feste. Das sind Mobs. Oh nein. Genau was wir brauchen. Und wir haben sie zu uns gelockt. Oh Mann. Geht! Mobs haben keine Chance. Okay, die hält die Mobs auf, während wir abhauen. Während wir den Enderman zerstören. Na komm. Kill die Enderman. Zack. Autsch. Das war eine harte Landung. So. Auf geht's. Attacke! Warum macht die nichts? So! Attacke den Enderman! Irgendwann musst du doch eingehen! Ich weiß, der Enderman. Ich habe in Minecraft schon Endermans besiegt. Ich weiß, dass das geht. Ich habe ein Schwert. Angriff! Oh oh, jetzt sind wir am Ring von Monstern. Spinnen! Bah! Ich finde es aber auch irgendwie ekelhaft, wie die sich zusammenrollen, wenn sie tot sind. Habt ihr das schon mal in echt gesehen? So eine Spinne, wenn sie am Ende ist, wenn sie tot ist. Wie die sich auf den Rücken legt und ihre Beine so verkrampft. Gruselig. Au. Hab ich verpasst. Hab ich zu viel gelabert. Bin dabei tot. Na komm. Hey. Zack. Weggedrückt. Und Quicktime. Na, dich mach ich alle. Und Y. Zack. Oh, das hat wohl nicht so gut geklappt. Ja. Hast du kein bisschen Anstand? Es ist nicht cool, rumzulaufen und alles kaputt zu machen. Chaos zu stiften, Leute zu packen. Das. Ja. Der ist wenig beeindruckt. Au! Verdammt! Oh, gerettet. Oh! Er ist wieder da. Sehr gut, Jack. Hat mein Leben gerettet. So. Können wir den jetzt mal besiegen? Oder wenigstens verscheuchten. Ah, da kommt Jacks Leute. Und greifen den Enderman an. Ah, nein. Nur die Mobs. Ein fieser Mob. Endlich bekommt mein Schwert Monsterhaut zu schmecken. Es hat yep. Attacke. Ja. Können wir den riesigen Enderman mal besiegen? Ich will hier raus.
Gucken wir endlich mal durchs Portal. Na zack. So. Ach, bauen wir es jetzt zu und dann gibt da Ruhe oder was? Ja. Das Portal ist aber auch noch nicht aktiviert. Hm. Deckel zu. Und nun. Deckel zu und nun. So, Portal aktivieren. Ja. Aktivierung. Zack. Portal ist an. Rein mit euch. Alle rein. Leute, wir gehen. Leute, alle nach Hause wollen. Zack. Rainer. Rainer muss mitkommen. Wir können Rainer doch nicht unter der Erde zurücklassen. Rainer, komm her. Komm, renne. Renne durchs Portal. Ihr könnt fliehen, flieht einfach, flieht ihr Narren, haut ab, einfach an das Portal, und dann ist gut. So, rennt sich, wer kann. Rennt, Leute. Wer zurückbleibt, ist gut. Wer zurückbleibt, verliert. Ich weiß, aber wenn ich das tue, lässt er alle wohlbehalten durch das Portal. Komm, es ist zu gefährlich, du musst uns nichts beweisen. Komm mit, Rainer. Das ist zu gefährlich. Hey, ich habe doch beim Sieg über den Magma-Golem. Nein, Rainer, du kommst mit. Etwas du bleibst nicht hier. Wir brauchen dich. Solange dieses Riesending. Komm mit, kein Widerrede. Niemals alle durch das Portal. Sie würden zurückbleiben. Und sie schaffen das schon. Rennt einfach. Rennt einfach, Leute. Ist hinter mir her. Ich kann für euch Zeit schinden. Du bist unser Freund, Rainer. Lass dich nicht zurück, nein. Dies ist mein Moment, niemals. Jesse. Ich weiß es. Ich muss das tun. Auch wenn ich selbst weg will, können wir den nicht einfach Freds Leute beschützen? Vader beschützen. Och nein, nicht schon wieder so eine Situation. Och Mann. Freds Leute beschützen, Vader. Nee, ich lasse nicht noch einen Freund im Stich. Auch wenn das arschlochmäßig ist. Aber das sind Freunde, Leute, die kenne ich nicht. Ich kenne die Leute nicht. Wie soll ich einen Freund abfahren für Leute, die. Tja. Die. Ja, allerdings einer gegen etliche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind 6 Menschen neben. 6 gegen 1. Verdammt. Die richtige Entscheidung wäre, Vader hier zu lassen. Der kommt zurecht. Und die mehreren Leute zu retten. Aber Vader, ich habe schon nirgends zurückgelassen. Ah, verdammt. Das darf nicht sein. Oh, verdammt. Vergebt mir, Leute. Vergebt mir, Vader. Das war die falsche Entscheidung. Aber Vader, vergib mir. Das Beste, was wir für Sie tun können, ist, den Admin aufzuhalten. Es gibt bestimmt ein schlechtes Karma und wird bestimmt gegen mich verwendet. Aber nee, ich lasse nicht noch einen Freund im Stich. Das kann ich nicht. Nein. Na kommt durch da, Leute, Vader. Na komm, rennt, rette sich wer kann. Leute von denen. Bewohner, kommt, rennt, 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 rennt. Wer schafft es, einer von euch oder mehrere? Kommt. Versucht's doch wenigstens. Oh, verdammt. Der Menschen, die ihn geopfert. Schmerz. Überall. Das ist nicht richtig. Das war's. Nie wieder Portale.
Niemals. Ich bin auf der Seite des Lamas. Wait a... Das ist der Tempel des alten Ordens. Wir haben es geschafft. Wir sind zurück. Sind die Leute jetzt immer verloren? Hier hat Soren das Amulett des Ordens des Steins geschmiedet. Diese Erde berührte ihre heldenhaften Füße. Oh nein, das wollte ich nicht. Berührt sie meine? Ich hatte es gerne gehofft, alle retten zu können, aber... Ich bin nicht würdig. Die Erde ist warm. Fühlt sie sich für euch auch warm an? Das... Vielleicht sind das meine Verbrennungen von vorhin. Ja, was auch immer. Oder? Ich bin auch ausgeflippt, als wir zum ersten Mal herkamen. Moment! Der alte und der neue Orden des Steins sind über diese Erde gelaufen? Yep. Ich bin wirklich nicht würdig. Es wäre schön gewesen, Binter. Du bist der ganz, ganz neue Orden des Steins. Ich hoffe, es geht. Du wirst noch einen neuen Orden bilden. Der niegelnagelneue Orden. Was ist das? Ja, das habe ich gesehen. Aber was war das? Ich glaube, ich flippe aus. Ist das? Oh. Oh. Beacon Tone. Folge 4 unter dem Grundgestein beendet. Ah, okay. Da kommen die Credits zu der vierten Episode und wir schauen uns an, wie wir uns entschieden haben. Hast du dein Schwert aufgegeben? Natürlich habe ich das. Du und 36,9% der Spieler haben ihr Schwert aufgegeben. Was? So wenige? Ja, Leben gegen Schwert. Ja, ist doch nicht wert. Hast du das Quiz gewonnen? Natürlich habe ich das. Was, das konnte man verlieren? Guten 73,1% der Spieler haben das Quiz gewonnen. Ja, wir haben sogar eine Frage falsch beantwortet damals. Das... Ja, und alles falsch beantwortet vielleicht, aber... Ja, das war schon echt leicht. Auch das Raten war jetzt nicht so schwer. Das hat man irgendwie hingekriegt. Was hast du zu Petra gesagt? Du und 77,4% der Spieler haben gesagt, sie werden bei Petra sein. 3,8% der Spieler schwiegen einfach. Okay, vielleicht versehentlich. Du und 18,8% der Spieler haben versprochen, auf Petra zu warten. Okay. Ich habe Sarah ihr Bett gegeben. Du und 83,1% der Spieler haben Sarah ihr Bett gegeben. Ja, sie hat's doch so vermisst. Warum sollte man es behalten? Ach, jetzt kommt die schlimmste Entscheidung. Wen hast du im drunter zurückgelassen? Du und 32,5% der Spieler haben Freds Leute im drunter zurückgelassen. Ich weiß. Das war die moralisch schlechtere Entscheidung, aber wie gesagt, ich habe schon Nürn versehentlich geopfert. Nein. Das kann ich nicht verantworten, noch einen Freund zurückzulassen. So egoistisch das ist, aber nein. Rainer musste mit. Ja, ist natürlich richtig, dass die meisten die richtige Entscheidung getroffen haben, aber ja. Schade, dass die Rüstung hier nicht erwähnt wird. Welche Rüstung du genommen hast. So. Meine gute Bitte-Nicht-Schlagen-Rüstung. Naja, das war Episode 4 von Minecraft Story Mode, die vorletzte. Minecraft Story Mode Season 2 Episode. Na dann. Lukas. Und der falsche sagt Jesse. Jesse, Mann, tut das gut, dich zu sehen. Oh. Wo sind die anderen?
Und das nur recht, dass sie wäre. In Gefahr. Werden wir ihn retten? Oder wird er wie die ganze Stadt und die ganze Welt draufgehen? Das erfahren wir. Das erfahrt ihr in Folge 5. In Episode 5. Minecraft Story Mode Season 2. Die letzte Episode. Ja. Das im nächsten Part. Damit geht's dann los im nächsten Part. Ja, bis dahin, ein Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwangfest verpassen wollt. Keinen weiteren Part Minecraft Story Mode Season 2 mit dem Zwangfest verpassen wollt. Die letzte Episode nicht verpassen wollt. Das Finale, das Ende. Ja, das sieht doch schon ganz spannend aus. Ich freue mich drauf. Ja. Bis zum nächsten Part. Habt einen angenehmen, fürstlichen Tag. Man sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.